Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video wird es wieder ein Unboxing geben der Fairy Box des Monats März, meine Lieben. Wenn ihr Bock habt auf dieses Unboxing, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gerne hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, im heutigen Video wird es ein Unboxing geben von der Fairy Box des Monats März. Ich habe euch in den letzten zwei Monaten schon die Fairy Box vorgestellt und ich muss sagen, ich persönlich bin ein Riesenfan von deren Produkten. Die sind bei mir täglich in Gebrauch und ja, das Konzept dahinter ist toll, deswegen unterstütze ich das sehr gerne und ich habe euch natürlich auch wieder alle Informationen zu der Box unten in der Infobox gepackt. Ihr bekommt die wirklich für super kleines Geld. Sie ist flexibel kündbar und das Tolle daran ist, die Produkte sind nachhaltig. Die Kartonage und auch die Verpackung, wie es verpackt wird, ja, da wird darauf geachtet, dass es wirklich alles mit Sinn und Bedacht ist und ja, ich möchte deshalb auch gerne wieder starten und ihr seht das wieder, die Box sieht aus wie letzten Monat natürlich auch. Und das Tolle ist, ihr habt direkt dabei natürlich auch ein kleines Kärtchen, wo ihr natürlich schon spicken könnt, was es alles ist, was sich in der Box befindet. Es befindet sich alles im Bereich Beauty, aber auch Lifestyle-Produkte sind dabei. Das ist das Tolle. Es ist wirklich was für jeden dabei. Es sind keine Probegrößen, es sind Originalgrößen und auch die Hersteller befinden sich immer, fast immer in Deutschland, die auch wirklich einen nachhaltigen Wert dahinter haben. Und ja, deshalb finde ich die Box so toll und möchte auch direkt starten wieder. Und beginnen mit dem Öffnen. Die Kartons werden auch wirklich aus recyceltem Papier gestellt. Selbst die Patronen, die benutzt werden. Also die Farbe ist nachhaltig. Also es ist wirklich mit einem tollen Konzept dahinter. Und auch das Füllmaterial, sogar das ist mit diesen grünen Chips hier. Das seht ihr hier. Sogar das ist ja, Flopak Bio 8 ist ein umweltfreundliches Füllmaterial. Es ist hundertprozentig Maisstärke und Wasser hergestellt. Also damit ihr wirklich da auch mal wisst, wie toll da das bedacht wird. Wir starten jetzt auch direkt. Das erste Teil kommt mir schon entgegen und ich werde das wieder ganz random, ganz zufällig rausziehen. Und zwar das erste ist eine Teemischung, ja. Es war schon mal eine Teesorte drin in der Achtsamkeitsbox, die ich auch sehr gerne trinke. Das war nämlich ein Brennnessel-Zitronentee. Und in dem Fall haben wir, wie süß das auch aussieht, Frühlingsbote-Kräuter-Früchte-Mischung. Ja, der Natur- und Mensch-Lebensbaum. Das hört sich schon mal toll an. Ich sag euch auch direkt was zu den Produkten selber. Wenn ich den auch finde, ist gar nicht mit hier drauf. Das war beim letzten Mal auch schon so, dass Produkte mit dabei waren, die, genau, ah, steht ihr auch. Dein Goodie, es ist als Goodie mit dabei. Und zwar genieße die würzig-frische Kräuterfrüchte-Mischung mit, genau, Basilikum, Apfel, zitronigen Noten. Toll, hört sich auf jeden Fall super an. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in den Frühling. Also wirklich toll gemacht. 2,99 Euro, völlig in Ordnung für einen guten Tee, ist ein Bio-Tee. Ich, ja, bei Tee muss ich auch sagen, ich kaufe ja auch gerne beim Rossmann zum Beispiel den Tee, die kosten in der gleichen Preisklasse und vor allem, ja, hier habt ihr sogar noch ein nachhaltiges Produkt, was ich wirklich super finde. Das nächste Teil, oh, das sieht auch sehr interessant aus, wunderschöne Verpackung auf jeden Fall auch, mega, von der Marke Ooga. Ooga ist ein Micellar Water, Natural Micellar Water with Hyaluronic Acid und Cranberry Extrakt, 100 ml, Organic steht da drauf, wir schauen und sage euch direkt, was das ist, genau, von der Marke Ooga Ooga, eine Originalgröße. Das ist ein Micellenwasser dieser Trendmarke aus Litauen. Ja, zur Gesichtsreinigung und zum Make-up. Entfernung, Hyaluronsäure, Aloe Vera, Rosenwasser ist mit drin, spendet Feuchtigkeit, beruhigt die Haut, mega. Ich mag ja Gesichtswasser total gerne. Eine kleine Menge auf den wiederverwendbaren Abschminkpad auftragen, damit das Gesicht gründlich reinigen. So, jetzt haben wir es aber. Das Produkt ist auch vegan, kostet 8,99 Euro, ist für ein gutes Micellenwasser ein okay, also Preis auf jeden Fall okay. Es ist ein nachhaltiges Produkt und es ist handmade, ja, also wirklich toll. Dadurch kann man natürlich auch mal so Marken kennenlernen, die man vielleicht so nie benutzen würde oder nicht kennt. Das ist echt interessant. Das nächste Produkt ist ein Body Wash, sieht auch sehr cool aus, von der Marke Ote Kram. Nordic Beauty Rise and Shine Spicy Orange Blossom. Da riechen wir doch mal dran. Spicy Orange Blossom hört sich schon mal gut an.
Oh ja, es ist auf jeden Fall würzig und man riecht die Orange gut durch. Ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Größe, sind 200 ml, Certified Organic Natural, also auf jeden Fall auch ein sehr nachhaltiges Produkt. Der Preis für dieses Produkt ist, den sage ich euch auch direkt, genau, Urte Kram, Spicy Orange Blossom, herrliche Orangenblüten, erfrischenden, anregende Pflegedusche, milde Kokoszucker-Tenside reinigen sanft die Haut und feuchtigkeitsspendende Bio-Aloe Vera-Extrakt pflegt sie. Und sorgt bereits unter der Dusche für eine seidig weiche Haut. Vegan, UVP-Preis sind 6,49 Euro. Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Produkt, meine Lieben. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Wir haben jetzt aktuell drei. Das vierte Produkt ist ein Gute-Nacht-Gesichtsöl. Mega interessant. Habe ich vorher noch nie benutzt. Ist auch ein veganes Produkt. Natur und Wissen. Gute-Nacht-Gesichtsöl. Summer Cosmetics nennt sich das. Anwendung einmal täglich Abend. 2 bis 5 Tropfen. Augenkontakt vermeiden. Das ist natürlich klar. Ist hergestellt in Österreich. Auf jeden Fall interessant. Ein Gesichtsöl für die Nacht. Das klingt doch spannend. Ist eine Originalgröße. 10 Milliliter sind drinne. Genau, hochwertigen Pflanzenöl, Zwetschgenkernöl, liebliche Marzipanduft, Wiesenschaumkraut, Jojoba, Wildrosen und Weizenkeimöl. Ich werde gleich mal dran schnuppern. Vitamin E pflegt die Haut, spendet Feuchtigkeit, macht die samtig weich. 2 bis 5 Tropfen reichen für ein strahlendes Gesicht. Genau, Tipp, um den Marzipanduft noch intensiver zu genießen, kann man das Gesicht zu dem Kühlschrank lagern. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Und Top-Tipp, aktuell haben die sogar einen 20% Rabatt auf alle Summer-Cosmetics-Artikel bis Ende des Jahres. Der Gutscheincode dafür lautet Fairybox-SC, für alle, die vielleicht auch interessiert sind an dem Produkt. Der UVP-Preis sind 13 Euro. Auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Ich will natürlich dran schnuppern. Ich will gucken, ob es nach Marzipan riecht. Ja, ich muss sagen, ich rieche nicht viel. Kann aber auch natürlich an meiner Nase liegen. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ich werde euch natürlich im nächsten Monatsfavoritenvideo wieder dazu berichten. Klingt definitiv interessant, meine Lieben. So, somit bleiben nicht mehr viele Produkte übrig. Ich schau mal. Ich habe schon was in der Hand. Von der Marke Cartier Paris Cosmetic and Nature Shea Butter. Gesicht, Körper und Haare. Wunderbar. Ist eine vegane, biozensierte, 100% bio, parfümfreie, Butter. Ja, Körperbutter, Shea Butter. Richtig toll. Ist natürlich eine richtige Feuchtigkeitsbombe. Shea Butter ist ein tolles Produkt, nämlich. Ist eine Originalgröße, sind 20 Gramm. Diese reine Shea Butter des französischen Naturkosmetik-Pioniers versorgt deine Haut intensiv mit Nährstoffen, fördert die Zellerneuerung mit Vitamin A, D und E und F, macht es deine Haut, auch besonders trockene Hautstellen, geschmeidig und schützt sie zugleich. Super. Gerade jetzt auch bei den kalten Temperaturen natürlich noch super. Auch nach der Rasur für die strapazierte Haut ganz gut. Das ist eine Allrounder-Creme auf jeden Fall, eine Schutzcreme. Eine haselnussgroße Menge in der Handfläche erwärmen und einmastieren. 100% biologisch. 4,99 Euro der Preis. Für eine reine Shea-Butter ist das echt toll. Ihr braucht davon ja nicht viel, weil das wirklich ziemlich ein reichhaltiges Produkt ist. Weil die Shea-Butter kennen, das ist ja wirklich wie ein Fett, ne? Und von dem her ist das ein echt interessantes Produkt. Dann haben wir ein Lippenprodukt. Das ist auf jeden Fall auch was diesmal wieder dabei für unsere Make-up-Mädels. Vegan Lipstick. Embarrassing Failure. Brown Pink. Die Farbe klingt interessant, von der Marke Kia Charlotte. Auf jeden Fall interessant. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Stift. Ich werde den mal auspacken. 1,8 Gramm sind drin. Ich werde euch natürlich gleich auch erzählen, wie das Produkt erklärt ist. Be kind and animals. It, genau, auf jeden Fall cruelty free nehme ich an. Schauen uns auch die Farbe einmal an. Ja, ein wunderschöner Braunton. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Wir swatchen den jetzt auch mal. Oh, der ist aber cremig. Oh, eine wunderschöne Farbe. So ähnlich wie das, was ich auf den Lippen trage. Richtig toll. Mega. Freut mich auf jeden Fall. Den werde ich auch ausprobieren und euch natürlich auch berichten. Da haben wir, genau, ist auch eine Originalgröße. Natürlicher Lippenstift mit hohen, satten Sotterdeckkraft, einem braun-pinken Farbton. Perfekt für einen coolen, edgy Look. Farbgebung gewinnt er unter anderem durch Veggie-Pigmente, Süßkartoffeln oder Radieschen. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Shea-Butter, Bio-Jojoba, Rizinusöl spenden dazu reichlich Feuchtigkeit.
Sehr, sehr cool. Kostet, ist ein veganes Produkt, 14,99 €. Also ich muss sagen, 14,90 € ist für einen Lippenstift, der wirklich so nachhaltig hergestellt ist, auf jeden Fall vom Preis her in Ordnung, meine Lieben. Ich glaube, somit haben wir es dann auch schon. Ja, genau. Damit haben wir alle 5 Produkte eins. Nee, da fehlt noch was. Das habe ich ja fast euch unterschlagen. Ein Produkt muss sich noch da drin befinden. So, meine Lieben, ich bin zurück und es hat sich natürlich noch ein Produkt da drinnen befunden, und zwar dieses hier. Es handelt sich um einen wiederverwendbaren Abschminkpad. Wie ihr wisst, bin ich ein Riesenfan davon. Ich benutze gar keine Wegwerf-Abschminkpads mehr. Finde ich richtig, richtig toll. Chinchilla heißt die Marke, hergestellt in Deutschland. Vor jeder Benutzung das Pad durchspülen, nicht trocken verwenden. Genau, das ist einmal ein Pad, der da drinnen sich befindet. Wir werden das Ganze jetzt auch mal öffnen und dann erzähle ich euch auch was zu dem Produkt. Ihr wisst das ja, dass ich davon ein Riesenfan bin, dass man einfach da nicht so viel Müll mit mehr produziert. Da ich halt so viel auch mit Gesichtswassern und so und Abschminken und wirklich sonst davor immer so viel benutzt habe. Ich komme damit nämlich wirklich super klar. Oh, das fühlt sich aber interessant an. Fühlt sich ein bisschen an wie Pappe, aber man merkt, dass es halt eine Faser ist. Wir werden mal gucken. Auf jeden Fall interessant. Also so könnt ihr es natürlich, deshalb steht da auch vorher gut durchspülen. Also ihr könnt ihn natürlich so trocken nicht benutzen. Ihr müsst ihn vorher einmal auf jeden Fall feucht machen. Chinchilla Abschminkband Originalgröße. Das junge Startup aus dem Sauerland. Ja, sehr cool. Ja, mein Herz schlägt ja fürs Sauerland. Und Wittgenstein zeigt mit seinem Team, dass Umweltbewusstsein Spaß machen kann, und stellt euch das Chinchilla Kosmetikpad vor. Waschbar, wiederverwendbar, wunderbar. Die Pads kannst du genauso wie herkömmliche Pads benutzen und bei Bedarf bei 40 Grad waschen. Richtig, richtig cool. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Fühlt sich mega interessant an. Der Pad ist jetzt ein einzelner, ist auch natürlich ein veganes Produkt. 1,19 €. Ist total in Ordnung. Ich habe euch ja schon mal meine Pads vorgestellt und ich will jetzt keine Marke nennen, aber da habe ich auch, ich glaube, 3 Pads oder 4 Pads gehabt für 10 €. Und wenn die wirklich ihren Zweck gut erfüllen, ist das vom Preis ja auch total in Ordnung. Und ich kann jetzt, genau, hier steht auch, auf was es sich, aus was es sich befindet. Das ist Holzzellulose. Genau, waschbar bei 60 Grad, 100% abbaubar. Sehr interessant. Also ich bin echt ein Riesenfan von dieser Box geworden, weil die Produkte einfach interessant sind. Es sind Produkte, die ich manchmal nicht kenne, die ich dann einfach ausprobiere. Gerade auch wie das Gesichtsöl, das werde ich definitiv ausprobieren. Ich werde den Tee trinken. Ich werde auf jeden Fall auch das Micellenwasser ausprobieren in Kombination mit diesem tollen Pad. Werde euch auf jeden Fall im nächsten Monatsfavoritenvideo auch dazu berichten. Schaut gerne bei denen vorbei. Wie gesagt, die Seite werde ich euch unten verlinken. Die Box ist monatlich kündbar. Ihr bindet euch da nicht dran. Es ist ganz flexibel. Und ihr habt auch in dieser Box wieder einen Warenwert von 52,55 €. Plus on top habt ihr noch den Tee für 2,99 € als Goodie dabei. Also ihr habt einen Warenwert von 55 €. Ihr habt immer einen Mindestwarenwert von 50 €. Meistens liegen sogar die Produktpreise da drüber, meine Lieben. Das war es auch schon von meinem Unboxing. Ich hoffe, dass euch das Unboxing gefallen hat. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon die Fairy Box kennt oder ob ihr vielleicht schon die ein oder anderen Produkte kanntet. Schreibt mir das gerne mal unten rein. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!